100 Schuss normale Patronen haben wir. So, jetzt mal Kopf drücken. Ich gehe jetzt noch mal einfach noch mal hier rum. Vielleicht liegt hier ja doch noch irgendwo etwas. Das hier, hier war das. Aber es sieht nicht so aus. Und wir machen uns auf den Weg zu Umbrella. Der eigentliche Bestimmungsort. Von der Kleinen. Was ich bei diesen Sprengfallen nicht getestet habe, ist, ob man mit dem Flammenwerfer die Schnüre hätte einfach durchbrennen können und dann die Scheißdinge, um dann die Scheißdinge einzusammeln, weil die sehen unseren ja schon sehr ähnlich. Also, das wäre etwas gewesen, das ich gerne... das ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass man das hätte ja mal... testen können. Da haben wir gerade Schwein gehabt. Ein Kraut. Wir können nichts mehr mitnehmen im Moment. Die können wir mitnehmen. Noch 4 Schuss. So, und jetzt können wir hier irgendwas mitnehmen. Und sei es ein Kraut. Boah. Point of no return. Oder können wir da wieder hoch? Nee.
Och, muss das hier jetzt zu einem Labyrinth ausarten? Ich hab's geahnt. Fucking Magnum-Munition. Ein Schuss. Leck mich doch am Arsch. Oh je, oh je, oh je, oh je. Umbrella, du und deine Seuchen, die du immer vom Stapel lässt. Kommt der denn hier? Ach komm, fick dich doch. Zwei Bomben. Zwei starke Patronen. Diese Mistviecher könnten mal auftauchen, ständig hinter mir zu aufzutauchen. Das ist etwas ermüdend. Und nicht gut für meinen armen kleinen Verstand. Nachladen und wechsel auf die letzten beiden Patronen der starken Munition. Okay.
Ach, das ist alles so abgefuckt hier. Safe Room? Kein Safe Room. Ein Laptop. Kräuter. Das sieht hier, wenn ich nach einem Labor aus. Gesendet. Freitag, 16. Januar 2015, 0.42 Uhr. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus. Sie ist doch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Gesendet Freitag, 4. November 2015, 2.10 Uhr. Mia, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen Eves Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling oder so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Gesendet Freitag, 1. September 2016, 1.10 Uhr. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschliche von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Eve krank aus oder so. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Also irgendwie scheint unsere geliebte Mia ihr doch einiges verbockt zu haben. Was tun wir mit den Kräutern? Können wir die stapeln? Ja. Natürlich können wir das. Gut, das kann ich nicht lesen. Was ist das denn? Zehn Minuten nach Dosis Tod. Dosierungstest E-Serie. Da kotzt einer. 5 Minuten nach Dosierung erbrechen. Das sieht noch eine Autopsie aus. Okay. Irgend so ein medizinischer Scheiß hier. Was ist das denn hier? Target. E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen
die auf der E-Serie Biowaffen basieren, nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den Nekrotoxinbehälter. Was war das nochmal genau? E. E01. Könnte für E-Serie stehen. Im Gespräch in der Vergangenheit auf dem Schiff war die Rede davon, dass dies genau Proben von Evelyns Kram ist. So, das sollen wir jetzt mitnehmen, ne? Na, erstmal, ja. Genau, das hier verwenden. Und jetzt stellen wir ein Toxin her. E-Nekrotoxin. Ein Anti-Evelyn-Serum. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der NextBus-Initiative der Firma initiiert, um Unterstützung durch technische Hilfe des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalem Direktkontakt im großen Stil neutralisiert. Die NextBase-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch die für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass so und so und selbst auch die so und so Organisation von dem und dem sich darauf stützten. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entwicklung von Tralala in Hopsasa gewesen, dem erstaunlichen fortgeschrittenen Vikarianzevolution Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamycin bezeichnen. Die Herstellungsmethode jeder der Biowaffen sah vor, das Mutamycin-Genom einem menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diese dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerhaften A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Städten und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Das heißt, es gibt mehrere Evelyns. Einheitlich 10-jährige Mädchen. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutamycet Genom, Substanz, nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycet, das ist so ein Scheißwort, Mutamycet, wenn es einem Wirtorganismus zugefügt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt.
Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechthält. Aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktor Pheromonen enthält, die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum Sensig benutzt. So viele Scheißwörter in einem einzigen Text, das ist unglaublich. Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzinationen ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigt, dass Evelyn zunächst wie ein normales, junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Naja, klar, wenn die eine Waffe ist, die infiltrieren soll und töten soll und was weiß ich was soll, den Gegner übernehmen, um ihn zum Kämpfen zu zwingen, was ist das dann verwunderlich, dass sie das dann anfängt, hier genau das zu tun? Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürliche Barriere des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sie die Mutamycet-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper abgeht wie Drecksau. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelin, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien besteht. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen die Moldet getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz, Moldet, geformt. Also diese öligen schwarzen Pissviecher heißen also Moldet und sind, das bedeutet geformter Schimmelpilz. Herzlichen Glückwunsch. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann, sehe ich anders. Eine Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn einer Untersuchung unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren sorgt für eine Kalzifikation der Myzelinen. Aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern könnten, wenn wir es irgendetwas aussetzen, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nekrotoxin nennen
und das selbst in kleinsten Dosen tötet. Na, immerhin haben wir da dann jetzt schon die verbesserte Variante dieses Teils. Das werden wir dieser Evelyn so dermaßen in den Arsch rammen. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in sozialen Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Das heißt, ihr Verlangen nach Familie könnte sein, dass das nur ein taktisches Hirngespinst ist. Andererseits, nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Tja, das sind zwei verschiedene Theorien. Ich würde bevorzugen, dass es das zweite ist, dass sie die fehlende Liebe kompensieren will und damit einen Teil Unschuld in ihr Verhalten mit einfließt. Boah. Das waren ja jetzt mehr Informationen, als ich wollte. So. Was? Flammengranaten kann ich nur maximal 5 stapeln? Wollt ihr mich eigentlich verarschen in dem Spiel? So habe ich das Inventar jetzt gerichtet. Pistole, Schrotflinte, Bomben. Die Magnum ist jetzt dabei. Granatwerfer. Und Dingens, also praktisch alle Waffen dabei, auch für alle Waffen die Munition, die wir haben. Ich habe 30 Schuss Patronen abgelegt, weil wir immer noch 70 auf der Pistole haben. Und 6 Serien. Bei nächster Gelegenheit. Deshalb werden wir das jetzt mal ändern. Bei nächster Gelegenheit werden wir eine der Granaten... Jetzt komm halt! Werden wir eine der Granaten verschießen, dann haben wir wieder einen weiteren Inventarplatz frei und dann schauen wir, was wir damit machen. So. Und wir gehen weiter. Jetzt liegen hier 12 Schuss verbesserte Patronen. Ja, gehen wir zuerst runter. Bin ich jetzt zurückgelaufen? Ist das ein anderer Gang? Und Serum, das ich nicht mitnehmen kann. Oder kann ich? Nee, kann ich nicht. Gehen wir nochmal zurück. Hier liegt auch noch eine Bombe, die ich gerade übersehen habe. Ich finde ja, dass sich das Ende jetzt ein bisschen hinzieht.
Okay, ich dachte, da kann man rein. Das war dann wohl ein Irrglaube. Ja, tschüss Serum, tut mir leid, ich muss weiter. Oh, kannst du aber wieder auch nie machen. Es nervt mich langsam. Ich kann es halt einfach nicht liegen lassen. Scheiß Inventargedönse hier. Hört ihr das? Heilige Scheiße, von woher kommt dieses Summen?